Der Herrscher eines Weltreichs auf der Flucht. Alles hat er verloren. Seine Privilegien, seine Truppen, seine Schätze. Doch noch ist er König des Landes, das sich in unendlicher Weite vor ihm erstreckt. Persien. Seine letzte Schlacht, wie ein schreckliches Trauma. Alexander der Große, sein übermächtiger Gegner. Und auch das Allerschrecklichste hat er noch vor Augen, als ob es gestern wäre. Seine Welt wurde ein Raub der Flammen. Darius, Alleinherrscher über Persien, Befehlshaber der größten Armee der antiken Welt. Eben saß er noch auf seinem goldenen Thron und jetzt rennt er um das nackte Leben. Seine Feinde werden ihn Feigling nennen, die eigenen Leute werden ihn verraten, sie werden ihn töten. Und mit ihm wird das gesamte persische Großreich zugrunde gehen. Ein Phänomen. Muss eine Supermacht von der Bühne der Geschichte abtreten, nur weil ihr König weggelaufen ist? Persien vor 2500 Jahrtausenden. Ein Reich gemacht aus Wüste und Fels, aber das Zentrum der Welt. Von überall her kommen die Karawanen. Ihr Ziel Persepolis, Herz eines Reiches, das sich über Tausende von Kilometern erstreckt. Vom Indus bis zum Mittelmeer, von den Wüsten Libyens bis zu den Steppen Zentralasiens. 10-mal so groß wie Deutschland. In der Hauptstadt hält König Darius alle Fäden in Händen. Er sitzt auf einem goldenen Thron. Ein König, der alles sieht, der alles weiß. Ein unfehlbarer Herrscher? Das Persische Reich ist ein Vielvölkerstaat. Und in vielen Punkten kann man sagen, ist das Persische Reich Vorgänger und Vorbild für das Imperium Romanum. Alle Welt zollt diesem Imperium Tribut. Die Bildwerke aus alter Zeit erzählen davon. Mit Schiffen kommen sie übers Meer, aus Griechenland, aus Ägypten. Aus dem fernen Indien schaffen sie ganze Wagenladungen von Schätzen herbei. Elefanten, Kamele, Ochsen tragen auf ihrem Rücken die Kostbarkeiten ihrer Länder. Mit nur einem Ziel, die Herrschaft des größten Königs aller Zeiten zu verherrlichen. Die Wüste wird in dieser Zeit zum Schatzhaus, zum blühenden Garten. Und der Palast des persischen Großkönigs vereinigt alles Know-how der alten Welt. Ausgeklügelte Architektur, die in den Farben des Regenbogens strahlt. In den Augen der Menschen verhießen damals Farben all das, was höchster Luxus war. Pracht, Glanz und Lebendigkeit inmitten einer eintönigen Landschaft aus Stein und Sand. Persepolis. Das war für die Menschen der Antike das 8. Weltwunder. Quadratmeter groß ist die künstliche Terrasse, auf der sich Persepolis erhebt. Bis zu 18 Meter hoch ragt sie aus der Ebene. Ein Palast, riesig wie eine Stadt. Im Zentrum der Thronsaal, der größte Innenraum seiner Zeit. Handwerker aus aller Herren Länder haben über 4 Generationen hinweg daran gearbeitet. Steingewordener Herrschertraum. Thank you.
Noch heute gelten die Ruinen von Persepolis als ein achtes Weltwunder. Die Gesichter der alten Schutzgötter bewachen immer noch das große Portal des Königspalastes. Und die kunstvoll ausgehauenen Lotusblumen der Säulenbasen künden davon, dass hier für die Ewigkeit gebaut wurde. Über allem das Symbol für Stärke und Kraft. Der Stier von Persepolis. Das Imperium aber, so groß und mächtig es auch sein mag, hat einen Gegner, der seinen Untergang besiegeln wird. Ein kleines Reich, 100-mal kleiner als Persien, Makedonien. In der Hauptstadt dieses Reiches, in Pella, kommt ein Kind zur Welt, das alles ändern wird. Hier im Schatten der rauen Berge Mazedoniens ist er geboren. Alexander, den man später den Großen nennen wird. Er wird es sein, der den mächtigen König Darius herausfordert. Sein Lehrer heißt Aristoteles, der führende Philosoph der Antike. Von ihm wird der kleine Prinz lernen. Die Logik des Denkens, die Macht der Worte, die Systematik politischen Handelns. Aus den Worten seines Lehrers wird Alexander Taten machen. Und er wird niemals vergessen, was Aristoteles über den unermesslichen Reichtum Persiens erzählt. Gold wie Sand soll in den Schatzhäusern von Persepolis lagern. Gold, das man nur nehmen muss, um zu rächen, was einst die Perser taten. Die Akropolis von Athen, der ganze Stolz der Griechen, war 150 Jahre zuvor zerstört worden. Strafe dafür, dass die Griechen sich nicht unter das Joch der Perser beugen wollten. Die Perserkönige haben den griechischen Städten in ihrem Machtbereich Frieden garantiert und Wohlstand garantiert. Aber sie haben ihnen die politische Selbstständigkeit genommen, vor allem das Recht, Krieg zu führen auf eigene Rechnung. Das sind Dinge, die die Griechen selber in ihrem Selbstbewusstsein gekränkt haben. Sie wollten frei sein. Und Alexander fühlt sich berufen, diesen Freiheitstraum Wirklichkeit werden zu lassen. Schon früh lernt er zu siegen. Ihm bleibt auch nicht viel Zeit. Jung wird er sterben. Aber er wird in diesem kurzen Leben mehr erreichen, als je ein anderer Feldherr erreicht hat. Alexander besaß eine ungewöhnliche Energie, war in der Lage, selbstgesteckte Ziele unter größten Schwierigkeiten zu verwirklichen und war darüber hinaus jemand, der durch ein unglaubliches Charisma herausstach. Sonst wäre es ihm nicht möglich gewesen, so viele Leute anzuziehen, die ihm auch bedingungslos gefolgt sind. Alexander ist 20, als er die Königswürde erbt. Jetzt hält ihn nichts mehr. Er fordert das Schicksal heraus. Die Götter sind mit ihm, davon ist er überzeugt. Im Jahr 334 beginnt Alexander das Ungeheuerliche. Mit 30.000 Mann dringt er auf persisches Gebiet vor. Sein Feldzug beginnt. Er will die ganze Welt erobern. Die Welt wird sich verändern unter dem Einfluss der Soldaten Alexanders. Und die politische Landkarte, sie wird neu gezeichnet. Bei Troja setzt er über die Meerenge Hellespont nach Asien über. Alexander ist bei all seiner Jugend ein genialer Stratege. Zuerst will er die Häfen Kleinasiens besetzen, damit von dort die gewaltige Flotte der Perser nicht sein Heimatland angreifen kann. Issos. Hier ist der Ort, wo sich Alexander und Darius zum ersten Mal begegneten. Der Ort, wo ihre Heere blutig zusammenstießen. Heute Verladestation für Flüssiggas vom Kaspischen Meer. Die Animation verdeutlicht, was im Jahre 333 bei Issos passiert sein muss. Am Strand bringt Darius die schwere Kavallerie in Position, um die gegnerischen Reihen über den Haufen zu reiten. Noch trennt der Fluss Pilarus die feindlichen Heere. Alexander reagiert umgehend.
Er stellt seine Reiterei am südlichen Flussufer gegen den Feind und blockiert dessen Fußtruppen mit den gefürchteten Phalanx-Einheiten. Rechts am Gebirgsrand wirft er dann blitzartig die Elite-Reiter in den Kampf. Völlig überrumpelt weichen die Perser zurück und Alexander kann den Großkönig direkt attackieren. Vier Millionen farbige Steinchen, ein über 2000 Jahre altes Mosaik, ein Schnappschuss eines antiken Kriegsberichterstatters, eine ganz großartige Szene. Es zeigt genau die dramatische Sekunde, in der Darius die Nerven verliert. Ihm, Aug in Aug, ein junger, entschlossener Alexander, der souverän alles überblickt. Dagegen nackte Panik aus dem anderen Gesicht. Darius hat längst aufgegeben. Sein Streitwagen ist zur Flucht gewendet. Warum diese Überlegenheit Alexanders? Ist es sein taktisches Geschick oder die einschüchternde Energie, die von dem 22-Jährigen ausgeht? Ist Alexander der kommende Mann? Und Darius bloß einer von vorgestern? Genau an dieser Stelle traf Darius auf Alexander. Der Fluss Pilarus bei Issos. Laut den antiken Quellen und unserer geomorphologischen Rekonstruktion der Landschaft, so wie sie vor 2300 Jahren aussah, ist genau hier die Stelle, an der Alexanders Kavallerie das südliche Flussufer hinunterstürmte, den Fluss überquerte und damit Darius samt seiner Armee völlig überraschte. Im Frühjahr 333 soll sich das Flusswasser hier blutrot gefärbt haben. Tausende von Toten, so berichten die Chronisten. Darius war durchaus nicht weltfremd. Er konnte nur nicht ahnen, dass er es mit einem solchen Gegner zu tun hatte, der mit einer derartigen Energie und Entschlossenheit den Sieg wollte. Alexanders Militärstrategie war sensationell. Sein Wille zum Sieg größer als das seines Kontrahenten, der Einsatz der Kavallerie bahnbrechend. Im blutigen Gewirr der antiken Feldschlacht, im Kampf Mann gegen Mann, entfaltet sich Alexanders besonderes Talent. Er kämpft gegen einen zahlenmäßig überlegenen Gegner, gegen ein Heer, das als unbesiegbar gilt. Schnelligkeit ist Alexanders Schlüssel zum Erfolg und Psychologie. Wir haben viele Beispiele, in der ein zahlenmäßig unterlegener Gegner, der geschickt taktiert, einen größeren Gegner vernichten kann, zerschlagen kann. Und das hat Alexander eigentlich in all den Schlachten, die uns bekannt sind, immer wieder bewiesen. Denn er wusste, rein zahlenmäßig hat er keine Chance. Er konnte es eigentlich nur durch die psychologische Kampfführung schaffen. Und das hat er gepackt. Die folgenschwere Konsequenz? Darius verlässt die Der Herrscher des Weltreiches auf der Flucht. Es wird nicht das letzte Mal sein. Alexander ist der Mann, der alles auf eine Karte setzt. Und jetzt scheint er dem Sieg schon ganz nahe. Er genießt die Früchte seines Triumphs, die herrlichen Schätze, die Darius in seinem Feldlager zurückließ. Das ist das Königtum, soll er bei diesem Anblick ausgerufen haben. Eine Ahnung vom ganzen Reichtum Persiens. Goldene Schalen, Schmuck im Überfluss. Das schwere Trinkhorn. Die Welt der Perserkönige scheint aus Gold gemacht. Man muss nur zugreifen. Und noch einen Schatz erbeutet er. Stateira, die Frau des Darius. Die antiken Historiker erzählen, dass er sie mit Respekt empfangen haben soll und sie ehrenvoll behandelte. Alexander, ein Ehrenmann? Alexander ist der neue Herrschertyp, aber widersprüchlich durch und durch. Auf antiken Fresken wird er als schöner Held verherrlicht. Und auf Münzbildern gar als Gottheit. Doch wer ist der wahre Alexander hinter so vielen Bildern?
Alexander, ein attraktiver junger Mann. So zeigen ihn die antiken Porträts, durchtrainiert und hochgebildet, ganz wie es dem Ideal der alten Griechen entspricht. Kalos Kagathos, wie sie es nennen, schön und gut soll der wahre Mensch sein. Alexander, ein makelloser Held? Nein. In seinem späteren Leben werden andere Züge hervortreten. Unkontrollierte Wutausbrüche, Alkoholsucht, Hass. Er schlägt seinen besten Freund. Übernimmt Alexander den Größenwahn der persischen Herrscher? Bei ihm wird jetzt üblich, was am Hof des Großkönigs schon seit Jahrhunderten gängige Praxis ist und was die alten Reliefs zeigen. Das unterwürfige Hofzeremoniell, bis ins kleinste Detail festgeschrieben. Für freiheitsliebende Griechen eine unerträgliche Zumutung. Wird Darius, der verhasste Feind, jetzt das heimliche Vorbild Alexanders? Je tiefer Alexander in das Perserreich eintrat, desto mehr veränderte sich sein Charakter und sein Auftreten. Alexander verlangte die fußfällige Verehrung von seiner Umgebung, die Boskinese, also auch von seinen Makedonen. Dies stieß gerade bei den Makedonen auf großen Widerstand. Nicht deswegen, weil man damit einen Gott verehrte, sondern weil sie darin die Huldigung eines fremden orientalischen Herrschers erblickten. Alexander macht sich selbst zum Gott und vergisst die Lektionen seines Lehrers Aristoteles, Maß halten und Gerechtigkeit üben. Man berichtet von Exzessen in seinem Lager, von Orgien, von Trunksucht und Gewalt. Dennoch ist Issos ein erster Triumph. Der Weg nach Persepolis aber ist noch weit. Noch ist die persische Armee nicht endgültig besiegt. Viele tausend Kilometer durch Feindesland. Aber Persepolis lockt wie eine unwiderstehliche Verheißung. Die Trümmer von Persepolis lassen kaum mehr erahnen, wie prachtvoll einst alles hier war. Aus dem eintönigen Braun des öden Landes stieg dieses Monument der Macht wie ein leuchtender Edelstein empor. Die Farben von einst, längst haben Wind und Wetter sie getilgt. Der Palast, in dem Darius residierte, er steht wie ein Symbol für das moderne Staatswesen der Perser. In ihm bildet sich der Vielvölkerstaat ab. Unterschiedlichste Talente und Fertigkeiten, eine Verschmelzung aller möglichen Kulturen. Und im Zentrum der Prachtentfaltung? Der Thron des Königs. Garant dafür, dass dieser multikulturelle Staat nicht auseinanderbricht. Wie stark dieses Beispiel noch bis in die Gegenwart gewirkt hat, beweisen diese Dokumentaraufnahmen. So feierte vor über 30 Jahren der Schah von Persien das Staatsjubiläum. Alles, was Persiens Identität ausmachen soll, liegt 2500 Jahre zurück. Die Soldaten in den historischen Gewändern mit den Waffen, die Persien einst stark gemacht haben. Die Streitwagen, militärisches Hightech der Antike, allen anderen Waffensystemen der Zeit überlegen. Die uralte Tradition der legendären Großkönige strahlt bis hierher. Aber sie hat auch dem modernen Tyrannen kein Glück gebracht. Auch der Schah wurde entmachtet, wie einst sein Vorgänger Darius. Prunk und Pomp, sie vergingen über Nacht. Darius und Alexander, ein ungleiches Paar. Und doch sind ihre Sehnsüchte die gleichen. Auch Alexander träumt den Traum von grenzenloser Macht. Sein Schlachtfeld soll die ganze Welt sein.
Alexander glaubte an seine Sendung, an die Herkunft von Herakles und von Jupiter und sah nun das Perserreich vor sich. Und jemand, der so viele Erfolge im Leben hatte, der hört in der Regel auch nicht auf. Wie stark waren die Widerstände, die sich Alexanders ehrgeizigen Plänen in den Weg stellten? Bereits der Archäologe Ernst Herzfeld war von dieser Frage fasziniert. 1933 machte sein Team bei Ausgrabungen in Persepolis eine sensationelle Entdeckung. Die Forscher finden Tausende von beschriebenen Tontafeln. Das Archiv des alten Perserreiches. Diese Dokumente offenbaren das ganze Leben. Nicht nur bei Hofe, sondern auch was den Alltag der Menschen im alten Persien angeht. Die Großkönige schufen in ihrem Reich eine hervorragende Infrastruktur. Händler und Reisende zogen über festgelegte und gesicherte Routen. Ein Netz von Karawansereien garantierte den blühenden Warenaustausch im Vielvölkerstaat. Es gibt ein zentrales, herrschendes Volk, das aber viele kulturelle Einflüsse von außen akzeptiert, übernimmt, sehr lernfähig ist, außerordentlich tolerant. Und von daher hat das Perserreich ja in der Tat lange Jahrhunderte hinweg diesen gesamten Nahen Osten als Imperium Persicum beherrschen können. Der sinnfälligste Beweis für diese kulturelle Überlegenheit der Perser findet sich gut 100 Kilometer von Persepolis entfernt. Pasargadae, die alte Hauptstadt des Imperiums. Von der einstigen Pracht finden sich nur noch ein paar Säulen. Welch blühende Stadt sich hier einst erstreckte, das versuchen Forscher der Universität Lyon zu rekonstruieren. Mit Tausenden von Luftbildern haben sie das gesamte Gelände zentimetergenau prospektiert. Und sie haben auch sichtbar gemacht, was dem Auge zunächst verschlossen bleibt. Die verborgenen Strukturen im Erdboden. Sie offenbaren das Geheimnis von Pasargadae. Das gigantische Bewässerungssystem, das der staubigen Einöde Leben schenkte. Zu den Palästen der Perserkönige gehörten Gärten, die man Paradies nannte. Das waren Gartenanlagen, die außerordentlich gut gepflegt wurden, sehr symmetrisch waren und hervorragend bewässert. In Pasargadae findet man das älteste Beispiel einer solchen Anlage. Das Wasser, das Pasargadae zum fruchtbaren Garten machte, kam von hier, von den Zagrosbergen. Schmelzwasser aus eisiger Höhe. Die Großkönige wussten diesen Reichtum der Natur zu nutzen. Durch solche mächtigen Kanäle, sogenannte Kanate, strömte die Lebenskraft für Mensch und Pflanze mitten durch die Wüste in das Zentrum der Hauptstadt. In der Stadt Yazd sind die letzten Zeugnisse dieser Bewässerungstechnik zu bewundern. Eine Stadt mitten in der Wüste, wie Persepolis, und doch blühend und lebendig. Heute leben hier 300.000 Menschen. Die alten Kulturen sind natürlich durch die Bewässerung reich. Bewässerung muss organisiert sein. Bewässerung wird auch organisiert, zentral organisiert. Und von daher sind diese Zentren des ökonomisch-landwirtschaftlichen Reichtums immer auch frühe Zentren der politischen Organisation gewesen. Man kann sagen, dass ohne Alexander das Persische Reich sicher noch Jahrhunderte hätte dauern können, gar keine Frage. Die Menschen im Persischen Imperium, die Vorfahren der heutigen Einwohner, sind zufrieden. Sie profitieren von den Vorteilen einer starken Machtbündelung, die Grenzen zwischen Völkern aufhebt. Liberalisierung des Handels, gemeinsame Währung und einheitliche Maßsysteme fördern solides Wirtschaftswachstum. Es ist, als ob in den Gesichtern dieser Stadt noch immer der alte Stolz erkennbar ist, den alle die haben, die mit eigener Kraft aus Wüsten Paradiese geschaffen haben. Prachtvolle Gärten, volle Blüten waren der ganze Stolz der Herren von Persepolis. Paradaita hießen diese duftenden Oasen. Unser Wort Paradies hat hier seinen Ursprung.
Aber war das alte Persien wirklich ein Paradies auf Erden? Der Luxus hatte eine Kehrseite. Er weckte Begehrlichkeit. Wie der gefürchtete Sturmgott bricht Alexander über das Riesenreich herein. Zwei Männer, zwei Charaktere, zwei Völker im Kampf um die Zukunft. Welch geheimnisvolle Energie ist es, die Alexander vorantreibt? Sieht er sich vom Schicksal auserkoren, die Welt zu regieren? Und Darius? Was hat er dem noch entgegenzusetzen, als seine Wut, sein Unverständnis, dass ein kleiner David den mächtigen Goliath herausfordert? Darius' Stärke, das ist zugleich seine größte Schwäche. Es ist das Vermächtnis seiner großen Vorfahren, das ihn lähmt. In Stein gehauen verkündet es den ewigen Anspruch, nur der persische König ist von Gott dazu bestimmt, über die Welt zu herrschen. Die Vorfahren des Darius kamen aus einer solchen Landschaft. Eine Landschaft, die zu Härte erzieht, der man das karge Dasein abtrotzen muss. Noch heute sind sie hier zu finden, die Stammväter der Kultur, die Nomaden, die ihre archaischen Waffen zu handhaben wissen und die noch heute so leben wie vor 2,5 Jahrtausenden. Ihre Lieder erzählen vom mühseligen Leben zwischen Gebirge und Steppe. Von ruheloser Wanderung, immer den Weidegründen nach. Ein schonungsloses Leben, ein Kampf gegen sich und andere. Mensch und Tier, sie müssen sich dieser Natur stellen. Die Unveränderlichkeit der Verhältnisse akzeptieren und daraus ihre ganze Kraft gewinnen. Barfuß über schneebedeckte Gebirgspässe. Darius ist ein Kind dieser Welt, hart, erbarmungslos, zum Siegen geboren. So fordert es das Erbe seiner Vorväter. Und jetzt versammelt er die größte Streitmacht, die sein Imperium je gesehen hat. 150.000 Mann. Jetzt wirft er alles in die Waagschale, was er hat. Ist es seine letzte Chance? Darius ahnt es. Aber er wird sich der Herausforderung stellen. Doch woher nimmt er, der Verlierer von gestern, die psychische Kraft, das Blatt zu wenden? Aus den Sternen? Im Astronomischen Recheninstitut Heidelberg sind die Wissenschaftler dem Phänomen auf der Spur. Ein Verzeichnis kosmischer Ereignisse aus der Zeit des König Darius könnte Auskunft geben über das, was vielleicht damals den Lauf der Geschichte bestimmte. Außergewöhnliche Himmelserscheinungen. Dr. Lutz Schmadl programmiert die Himmelskonstellation, die am 20. September 331, kurz vor 20 Uhr, über Mesopotamien eingetreten sein muss. Eine Mondfinsternis. Die Finsternis war also sichtbar über dem ganzen Indischen Ozean, von der Küste Ostafrikas bis Zentralasien, bis nach Hinterindien. Die Finsternis hat dann schließlich geendet mit dem Austritt des Mondes aus dem Kernschatten der Erde gegen 23 Uhr Ortszeit. Welchen Eindruck wird dieses Himmelszeichen auf Darius und seine Soldaten gemacht haben? Galt es als gutes oder böses Omen? Hat Aberglaube den Verlauf und das Ende der Schlacht von Gaugamela entscheidend beeinflusst? Die Historiker sind sich sicher. Auch Darius war Anhänger der uralten Religion des Predigers Zarathustra. Die Flamme ist Symbol seines Gottes Ahura Mazda. Bis heute hat der Kult überlebt. Auf den alten Kultplätzen loderten zur Zeit des Darius die Flammen in ein Universum voller Geheimnisse.
Der persische Ritus gebot es, dass die Verstorbenen in diesen Türmen des Schweigens dem Himmel dargeboten wurden. Und so wie die alten Perser auf diesen heiligen Stätten ihre Toten den Geiern auslieferten, jenen Wesen, die aus dem Himmel kamen und die wieder in den Himmel gingen, so war alles, was am Firmament geschah, Hinweis auf das Schicksal der Menschen. Kann Aberglaube wirklich ein mächtiges Reich stürzen? Oder sind es eher handfeste Gründe, die den Ausschlag geben? Überlegene Taktik zum Beispiel oder eine überlegene Waffe wie diese. Eine makedonische Lanzenspitze, die sogenannte Sarissa. Der taktische Trumpf Alexanders, sagen die Professoren. Die Sarissa. Ihre aus bestem Eisen geschmiedete Klinge, stahlhart, ein Hightech-Kriegsinstrument der Antike. Aber ihr eigentliches Geheimnis ist der lange Stock. 7 Meter misst er und wird von den Kriegern mit beiden Händen von unten geführt. Das erfordert große Kraft und Geschicklichkeit. Alexanders hochtrainierte Elite, die Phalanx. Wegen der enormen Länge ragen die Speerspitzen der ersten 5 Reihen aus der Phalanx hervor. Wer diese Truppe angreifen will, der muss sich erst durch einen Wald von Lanzen kämpfen, ehe er den ersten Gegner erreichen kann. Es gibt einen berühmten römischen Senator und militärischen Führer, Aemilius Paulus. Als der das erste Mal die makedonische Phalanx gesehen hat, hat er gesagt, das ist das Schlimmste, das Furchterregendste, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Ich wäre davongelaufen. Doch die Elitetruppen, die Darius jetzt aufbietet, gelten als unbesiegbar. Sie werden die 10.000 Unsterblichen genannt. Aber einen Makel haben diese perfekt gedrillten Kämpfer. Die meisten von ihnen sind Legionäre. Der persische Großkönig führt Soldaten an, die aus aller Herren Länder bunt zusammengewürfelt sind. Es ist eine Söldnerarmee, die gegen Alexander anstürmen soll. Und viele der Soldaten stammen aus der Heimat der Gegner. Das macht man sich ja gar nicht klar, dass die eigentlichen Gegner Alexanders auf der persischen Seite die griechischen Söldner gewesen sind. Und von daher muss man sagen, ein Staat, der sich mit seinen eigenen Bürgern nicht verteidigen kann, der ist schon im Grunde auf dem absteigenden Ast. Alexander dagegen kämpft mit hochmotivierten Soldaten, mit Landsleuten, die ihn verehren. Er ist der Mittelpunkt aller Strategie, er ist das Idol und seinem taktischen Genie folgen seine Männer bedingungslos. Das Beispiel, das Alexander gibt, ist der Schlüssel zu ihrem gemeinsamen Erfolg. Von der Tiefe aus zu führen, so wie das heute mit modernen Führungsmitteln der Fall war, war damals nicht möglich, sondern man führte durch Beispiel. Ich führe euch, ich Alexander, führe euch gegen den Darius. Ich habe bis jetzt jede Schlacht gewonnen, Männer folgt mir und sie sind ihm gefolgt und sie haben gewonnen. Am 1. Oktober 331 treffen die Armeen in der Ebene von Gaugamela aufeinander. Noch kann Darius hoffen. Im offenen Gelände gewinnen seine 3- bis 4-mal so starken Truppen die Oberhand. Aber inmitten des Tumults spielt Alexander seine Trumpfkarte aus. Seine Tollkühnheit. Alles oder nichts. Im Britischen Museum London befindet sich eine einzigartige Keilschriftsammlung. Berichte aus einer Zeit, deren große Ereignisse längst im Dunkel der Geschichte liegen. Dr. Irving Finkel hat eine 2300 Jahre alte Chronik entziffert. Fundort Babylon. Eine Art zeitgenössischer Kriegsbericht über die Ereignisse von Gaugamela. Diese Tafel ist ein Stück der Chronik, die über die Schlacht berichtet. Sie verrät nicht viel, aber sie beschreibt, dass unter den persischen Truppen, die von Darius, dem König, angeführt wurden, Panik ausbrach. Dann wird noch eine andere Person erwähnt, die der große König genannt wird, und das ist Alexander.
Hier heißt es, die Perser seien vernichtend geschlagen worden und das sei das Ende des Perserreiches gewesen. Das antike Mosaik aus Pompeji wird durch diesen Fund historisch bestätigt. So könnten die letzten Minuten der Schlacht wirklich abgelaufen sein. Ein sich auflösendes persisches Heer, das ein zielstrebiger Alexander kaltblütig vor sich hertreibt. Alexander triumphiert, ein zweites Mal. Und Darius wendet sich zur Flucht, auch er zum zweiten Mal. Die Geschichte wiederholt sich. König Darius lässt seine Soldaten im Stich. Der Kommandeur einer haushoch überlegenen Streitmacht überlässt die Leute, die für ihn kämpfen sollen, einfach ihrem Schicksal. Diese Soldaten werden nie wieder seinem Befehl gehorchen. Der König, der das Schlachtfeld verlässt, verliert damit natürlich auch den Rückhalt seiner Truppen, die sagen, wenn der abhaut, warum sollen wir uns dann für seine Sache schlagen? Was wird ihm bei seiner rasenden Fahrt durch den Kopf gegangen sein? Welche Konsequenzen für die Moral der Truppe? Für das ganze Reich? Für ihn selbst? Warum flieht der Großkönig? Die Geschichtsschreibung hat ihn zu einem Feigling abgestempelt. Aber kann man es sich so einfach machen? Muss er nicht um jeden Preis sein Leben erhalten, um den Untergang seines Reiches zu verhindern? War sein Überleben nicht politische Pflicht? Er wusste, wenn er fällt, fällt auch Persien. So eng war das Schicksal des Imperiums mit dem des Herrschers verwoben. Darius mag den Verlust der ererbten Macht als unverdiente Schande empfunden haben. Doch die bittere Wahrheit ist, sein Versagen allein ist schuld an der Katastrophe. Und er ist der entscheidende Faktor des Triumphes, der die Welt verändert. Alexander, der Große. Alexander hat nicht etwa einen Koloss auf tönernen Füßen zum Einsturz gebracht. Das Perserreich war bis zuletzt ein blühendes, funktionierendes Imperium. Das Ende kommt ebenso schnell, wie es erzählt ist. Die siegreichen Truppen Alexanders stoßen jetzt ohne großen Widerstand in das Kernland des Imperiums vor. Durch die sogenannte Persische Pforte, die letzte geografische Hürde auf dem Weg nach Persepolis. Der Felsenriegel des Zagros-Gebirges wäre eine letzte Möglichkeit gewesen, Alexander zu stoppen. Aber Darius ist geflohen und Persepolis wird zur leichten Beute. Die steinerne Bastion, jetzt liegt sie schutzlos da. Wird sich nun alle Aggression der Eroberer in einem apokalyptischen Finale entladen? Die Archäologen haben in der Palastanlage Spuren eines katastrophalen Infernos ausgemacht. Sie sehen hier diese weiße Verfärbung. Sie beweist, dass Persepolis abgebrannt ist. Alle Steine, die in Persepolis verbaut wurden, sind eine Art gelblicher Kalkstein. Ein sehr starkes, großes Feuer hat den Kalk gebrannt und diese Steine darum teilweise weiß verfärbt. Durch die Hitze des Feuers. Das flammende Inferno von Persepolis, eine Wahnsinnstat oder kühl kalkulierter Vorsatz? Der Ausgrabungsbefund in Persepolis zeigt deutlich, dass die Brandstiftung geplant war und dass man die Paläste vorher systematisch geplündert hatte. Alexander, der Brandstifter. Wird jetzt wieder die andere, die dunkle Seite des siegreichen Feldherrn sichtbar? Zügellosigkeit, Rachsucht, Größenwahn? Oder ist alles nur politisches Kalkül? Alexander wollte durch die Einäscherung von Persepolis ein Zeichen setzen für die Griechen im Mutterland. Er tat,
diesen Akt bewusst als Rache für die Zerstörung der Stadt Athen durch Xerxes im Zuge der Perserkriege. Und Darius? Der König der Könige wird zum einsamen Flüchtling, zum Ausgestoßenen, zur Verkörperung allen Misserfolgs. Die Lanze des siegreichen Alexander soll ihm zuletzt den Gnadenstoß versetzt haben, aber das ist bloß Legende. Darius stirbt weit entfernt von Persepolis. Doch weder durch Alexanders noch durch eigene Hand. Nach den antiken Quellen soll es sein Statthalter Bessos gewesen sein, der sich gegen ihn, den Verlierer, verschwor. Bessos will ihn zunächst von seinen Schergen einfangen und an Alexander ausliefern lassen. Doch aus Angst machen sie kurzen Prozess. Darius stirbt von der Hand der eigenen Leute. Der König ist tot. Es lebe der König. Die Geschichte geht seltsame Wege. Mit dem Tod eines Mannes stirbt das ganze Imperium. Weil nur die Person des Königs diesen Vielvölkerstaat zusammenhalten kann. Er ist wie eine Sonne, die erlischt und ihre Planeten in den leeren Raum entlässt. Makedonien. In der Hauptstadt dieses Reiches, in Pella, kommt ein Kind zur Welt, das alles ändern wird. Hier im Schatten der rauen Berge Mazedoniens ist er geboren. Alexander, den man später den Großen nennen wird. Er wird es sein, der den mächtigen König Darius herausfordert. Sein Lehrer heißt Aristoteles, der führende Philosoph der Antike. Von ihm wird der kleine Prinz lernen. Die Logik des Denkens, die Macht der Worte, die Systematik politischen Handelns. Aus den Worten seines Lehrers wird Alexander Taten machen. Und er wird niemals vergessen, was Aristoteles über den unermesslichen Reichtum Persiens erzählt. Gold wie Sand soll in den Schatzhäusern von Persepolis lagern. Gold, das man nur nehmen muss, um zu rächen, was einst die Perser taten. Die Akropolis von Athen, der ganze Stolz der Griechen, war 150 Jahre zuvor zerstört worden. Strafe dafür, dass die Griechen sich nicht unter das Joch der Perser beugen wollten. Die Perserkönige haben den griechischen Städten in ihrem Machtbereich Frieden garantiert und Wohlstand garantiert. Aber sie haben ihnen die politische Selbstständigkeit genommen, vor allem das Recht, Krieg zu führen auf eigene Rechnung. Das sind Dinge, die die Griechen selber in ihrem Selbstbewusstsein gekränkt haben. Sie wollten frei sein. Und Alexander fühlt sich berufen, diesen Freiheitstraum Wirklichkeit werden zu lassen. Schon früh lernt er zu siegen. Ihm bleibt auch nicht viel Zeit. Jung wird er sterben. Aber er wird in diesem kurzen Leben mehr erreichen, als je ein anderer Feldherr erreicht hat. Alexander besaß eine ungewöhnliche Energie, war in der Lage, selbstgesteckte Ziele unter größten Schwierigkeiten zu verwirklichen
und war darüber hinaus jemand, der durch ein unglaubliches Charisma herausstach. Sonst wäre es ihm nicht möglich gewesen, so viele Leute anzuziehen, die ihm auch bedingungslos gefolgt sind. Alexander ist 20, als er die Königswürde erbt. Jetzt hält ihn nichts mehr. Er fordert das Schicksal heraus. Die Götter sind mit ihm, davon ist er überzeugt. Im Jahr 334 beginnt Alexander das Ungeheuerliche. Mit 30.000 Mann dringt er Bewogen. Darius mag den Verlust der ererbten Macht als unverdiente Schande empfunden haben. Doch die bittere Wahrheit ist, sein Versagen allein ist schuld an der Katastrophe. Und er ist der entscheidende Faktor des Triumphes, der die Welt verändert. Alexander, der Große. Alexander hat nicht etwa einen Koloss auf tönernen Füßen zum Einsturz gebracht. Das Perserreich war bis zuletzt ein blühendes, funktionierendes Imperium. Das Ende kommt ebenso schnell, wie es erzählt ist. Die siegreichen Truppen Alexanders stoßen jetzt ohne großen Widerstand in das Kernland des Imperiums vor. Durch die sogenannte Persische Pforte, die letzte geografische Hürde auf dem Weg nach Persepolis. Der Felsenriegel des Zagros-Gebirges wäre eine letzte Möglichkeit gewesen, Alexander zu stoppen. Aber Darius ist geflohen. Und Persepolis wird zur leichten Beute. Die steinerne Bastion. Jetzt liegt sie schutzlos da. Wird sich nun alle Aggression der Eroberer in einem apokalyptischen Finale entladen? Die Archäologen haben in der Palastanlage Spuren eines katastrophalen Infernos ausgemacht. Sie sehen hier diese weiße Verfärbung. Sie beweist, dass Persepolis abgebrannt ist. Alle Steine, die in Persepolis verbaut wurden, sind eine Art gelblicher Kalkstein. Ein sehr starkes, großes Feuer hat den Kalk gebrannt und diese Steine darum teilweise weiß verfärbt. Durch die Hitze des Feuers. Das flammende Inferno von Persepolis. Eine Wahnsinnstat oder kühl kalkulierter Vorsatz? Der Ausgrabungsbefund in Persepolis zeigt deutlich, dass die Brandstiftung geplant war und dass man die Paläste vorher systematisch geplündert hatte. Alexander, der Brandstifter. Wird jetzt wieder die andere, die dunkle Seite des siegreichen Feldherrn sichtbar? Zügellosigkeit, Rachsucht, Größenwahn? Oder ist alles nur politisches Kalkül? Alexander wollte durch die Einäscherung von Persepolis ein Zeichen setzen für die Griechen im Mutterland. Er tat diesen Akt bewusst als Herz eines Reiches, das sich über Tausende von Kilometern erstreckt. Vom Indus bis zum Mittelmeer, von den Wüsten Libyens bis zu den Steppen Zentralasiens. 10-mal so groß wie Deutschland. In der Hauptstadt hält König Darius alle Fäden in Händen. Er sitzt auf einem goldenen Thron. Ein König, der alles sieht, der alles weiß. Ein unfehlbarer Herrscher? Das Persische Reich ist ein Vielvölkerstaat. Und in vielen Punkten kann man sagen, ist das Persische Reich Vorgänger und Vorbild für das Imperium Romanum. Alle Welt zollt diesem Imperium Tribut. Die Bildwerke aus alter Zeit erzählen davon. Mit Schiffen kommen sie übers Meer, aus Griechenland, aus Ägypten. Aus dem fernen Indien schaffen sie ganze Wagenladungen von Schätzen herbei. Elefanten, Kamele, Ochsen tragen auf ihrem Rücken die Kostbarkeiten ihrer Länder. Mit nur einem Ziel: die Herrschaft des größten Königs aller Zeiten zu verherrlichen. Die Wüste wird in dieser Zeit zum Schatzhaus
zum blühenden Garten. Und der Palast des persischen Großkönigs vereinigt alles Know-how der alten Welt. Ausgeklügelte Architektur, die in den Farben des Regenbogens strahlt. In den Augen der Menschen verhießen damals Farben all das, was höchster Luxus war. Pracht, Glanz und Lebendigkeit inmitten einer eintönigen Landschaft aus Stein und Sand. Persepolis. Das war für die Menschen der Antike das achte Weltwunder. »125.000 Quadratmeter groß ist die künstliche Terrasse, auf der sich Persepolis erhebt. Bis zu 18 Meter hoch ragt sie aus der Ebene. Ein Palast, riesig wie eine Stadt. Im Zentrum der Thronsaal, der größte Innenraum seiner Zeit. Handwerker aus aller Herren Länder haben über 4 Generationen hinweg daran gearbeitet. Steingewordener Herrschertraum.« Noch heute gelten die Ruinen von Perdoteles über den unermesslichen Reichtum Persiens erzählt. Gold wie Sand soll in den Schatzhäusern von Persepolis lagern. Gold, das man nur nehmen muss, um zu rächen, was einst die Perser taten. Die Akropolis von Athen, der ganze Stolz der Griechen, war 150 Jahre zuvor zerstört worden. Strafe dafür, dass die Griechen sich nicht unter das Joch der Perser beugen wollten. Die Perserkönige haben den griechischen Städten in ihrem Machtbereich Frieden garantiert und Wohlstand garantiert. Aber sie haben ihnen die politische Selbstständigkeit genommen, vor allem das Recht, Krieg zu führen auf eigene Rechnung. Das sind Dinge, die die Griechen selber in ihrem Selbstbewusstsein gekränkt haben. Sie wollten frei sein. Und Alexander fühlt sich berufen, diesen Freiheitstraum Wirklichkeit werden zu lassen. Schon früh lernt er zu siegen. Ihm bleibt auch nicht viel Zeit. Jung wird er sterben. Aber er wird in diesem kurzen Leben mehr erreichen, als je ein anderer Feldherr erreicht hat. Alexander besaß eine ungewöhnliche Energie, war in der Lage, selbstgesteckte Ziele unter größten Schwierigkeiten zu verwirklichen und war darüber hinaus jemand, der durch ein unglaubliches Charisma herausstach. Sonst wäre es ihm nicht möglich gewesen, so viele Leute anzuziehen, die ihm auch bedingungslos gefolgt sind. Alexander ist 20, als er die Königswürde erbt. Jetzt hält ihn nichts mehr. Er fordert das Schicksal heraus. Die Götter sind mit ihm, davon ist er überzeugt. Im Jahr 334 beginnt Alexander das Ungeheuerliche. Mit 30.000 Mann dringt er auf persisches Gebiet vor. Sein Feldzug beginnt. Er will die ganze Welt erobern. Die Welt wird sich verändern unter dem Einfluss der Soldaten Alexanders. Und die politische Landkarte, sie wird neu gezeichnet. Bei Troja setzt er über die Meerenge Hellespont nach Asien über. Alexander ist bei all seiner Jugend ein genialer Stratege. Zuerst will er die Häfen Kleinasiens besetzen, damit von dort die gewaltige Flotte der Perser nicht sein Heimatland angreifen kann. Issos. Hier ist der Ort, wo sich Alexander und Darius zum ersten Mal begegneten. Der Ort, wo ihre Heere blutig zusammenstießen. Heute Verladestation für Flüssiggas vom Kaspischen Meer. Überfluss. Das schwere Trinkhorn. Die Welt der Perserkönige scheint aus Gold gemacht. Man muss nur zugreifen. Und noch einen Schatz erbeutet er. Stateira, die Frau des Darius.
Die antiken Historiker erzählen, dass er sie mit Respekt empfangen haben soll und sie ehrenvoll behandelte. Alexander, ein Ehrenmann? Alexander ist der neue Herrschertyp, aber widersprüchlich durch und durch. Auf antiken Fresken wird er als schöner Held verherrlicht. Und auf Münzbildern gar als Gottheit. Doch wer ist der wahre Alexander hinter so vielen Bildern? Alexander, ein attraktiver junger Mann. So zeigen ihn die antiken Porträts, durchtrainiert und hochgebildet, ganz wie es dem Ideal der alten Griechen entspricht. Kalos Kagathos, wie sie es nennen, schön und gut soll der wahre Mensch sein. Alexander, ein makelloser Held? Nein. In seinem späteren Leben werden andere Züge hervortreten. Unkontrollierte Wutausbrüche, Alkoholsucht, Hass. Er schlägt seinen besten Freund. Übernimmt Alexander den Größenwahn der persischen Herrscher? Bei ihm wird jetzt üblich, was am Hof des Großkönigs schon seit Jahrhunderten gängige Praxis ist und was die alten Reliefs zeigen. Das unterwürfige Hofzeremoniell, bis ins kleinste Detail festgeschrieben, für freiheitsliebende Griechen eine unerträgliche Zumutung. Wird Darius, der verhasste Feind, jetzt das heimliche Vorbild Alexanders? Je tiefer Alexander in das Perserreich eintrat, desto mehr veränderte sich sein Charakter und sein Auftreten. Alexander verlangte die fußfällige Verehrung von seiner Umgebung, die Boskinese, also auch von seinen Makedonen. Dies stieß gerade bei den Makedonen auf großen Widerstand. Nicht deswegen, weil man damit einen Gott verehrte, sondern weil sie darin die Huldigung eines fremden orientalischen Herrschers erblickten. Alexander macht sich selbst zum Gott und vergisst die Lektionen seines Lehrers Aristoteles, Maß halten und Gerechtigkeit üben. Man berichtet von Exzessen auf ihrem Rücken die Kostbarkeiten ihrer Länder. Mit nur einem Ziel, die Herrschaft des größten Königs aller Zeiten zu verherrlichen. Die Wüste wird in dieser Zeit zum Schatzhaus, zum blühenden Garten. Und der Palast des persischen Großkönigs vereinigt alles Know-how der alten Welt. Ausgeklügelte Architektur, die in den Farben des Regenbogens strahlt. In den Augen der Menschen verhießen damals Farben all das, was höchster Luxus war. Pracht, Glanz und Lebendigkeit inmitten einer eintönigen Landschaft aus Stein und Sand. Persepolis, das war für die Menschen der Antike das achte Weltwunder. Quadratmeter groß ist die künstliche Terrasse, auf der sich Persepolis erhebt. Bis zu 18 Meter hoch ragt sie aus der Ebene. Ein Palast, riesig wie eine Stadt. Im Zentrum der Thronsaal, der größte Innenraum seiner Zeit. Handwerker aus aller Herren Länder haben über 4 Generationen hinweg daran gearbeitet. Steingewordener Herrschertraum. Noch heute gelten die Ruinen von Persepolis als ein achtes Weltwunder. Die Gesichter der alten Schutzgötter bewachen immer noch das große Portal des Königspalastes. Und die kunstvoll ausgehauenen Lotusblumen der Säulenbasen künden davon, dass hier für die Ewigkeit gebaut wurde. Über allem das Symbol für Stärke und Kraft. Der Stier von Persepolis. Das Imperium aber, so groß und mächtig es auch sein mag, hat einen Gegner, der seinen Untergang besiegeln wird. Ein kleines Reich
hundertmal kleiner als Persien, Makedonien. In der Hauptstadt dieses Reiches, in Pella, kommt ein Kind zur Welt, das alles ändern wird. Hier im Schatten der rauen Berge Mazedoniens ist er geboren. Alexander, den man später den Großen nennen wird. Er wird es sein, der den mächtigen König Darius herausfordert. Sein Lehrer heißt Aristoteles. Ein Alexander, ein makelloser Held? Nein. In seinem späteren Leben werden andere Züge hervortreten. Unkontrollierte Wutausbrüche, Alkoholsucht, Hass. Er schlägt seinen besten Freund. Übernimmt Alexander den Größenwahn der persischen Herrscher? Bei ihm wird jetzt üblich, was am Hof des Großkönigs schon seit Jahrhunderten gängige Praxis ist und was die alten Reliefs zeigen. Das unterwürfige Hofzeremoniell, bis ins kleinste Detail festgeschrieben, für freiheitsliebende Griechen eine unerträgliche Zumutung. Wird Darius, der verhasste Feind, jetzt das heimliche Vorbild Alexanders? Je tiefer Alexander in das Perserreich eintrat, desto mehr veränderte sich sein Charakter und sein Auftreten. Alexander verlangte die fußfällige Verehrung von seiner Umgebung, die Boskinese, also auch von seinen Makedonen. Dies stieß gerade bei den Makedonen auf großen Widerstand. Nicht deswegen, weil man damit einen Gott verehrte, sondern weil sie darin die Huldigung eines fremden orientalischen Herrschers erblickten. Alexander macht sich selbst zum Gott und vergisst die Lektionen seines Lehrers Aristoteles, Maß halten und Gerechtigkeit üben. Man berichtet von Exzessen in seinem Lager, von Orgien, von Trunksucht und Gewalt. Dennoch ist Issos ein erster Triumph. Der Weg nach Persepolis aber ist noch weit. Noch ist die persische Armee nicht endgültig besiegt. Viele tausend Kilometer durch Feindesland. Aber Persepolis lockt wie eine unwiderstehliche Verheißung. Die Trümmer von Persepolis lassen kaum mehr erahnen, wie prachtvoll einst alles hier war. Aus dem eintönigen Braun des öden Landes stieg dieses Monument der Macht wie ein leuchtender Edelstein empor. Die Farben von einst, längst haben Wind und Wetter sie getilgt. Der Palast, in dem Darius residierte, er steht wie ein Symbol für das moderne Staatswesen der Perser. In ihm bildet sich der Vielvölkerstaat ab. Unterschiedlichste Talente und Fertigkeiten. Eine Verschmelzung aller möglichen Kulturen. Und im Zentrum der Prachtentfaltung? Der Thron des Königs. Garant dafür und blockiert dessen Fußtruppen mit den gefürchteten Phalanx-Einheiten. Rechts am Gebirgsrand wirft er dann blitzartig die Elite-Reiter in den Kampf. Völlig überrumpelt weichen die Perser zurück. Und Alexander kann den Großkönig direkt attackieren. Vier Millionen farbige Steinchen, ein über 2000 Jahre altes Mosaik, ein Schnappschuss eines antiken Kriegsberichterstatters, eine ganz großartige Szene. Es zeigt genau die dramatische Sekunde, in der Darius die Nerven verliert. Ihm. Aug in Aug ein junger, entschlossener Alexander, der souverän alles überblickt. Dagegen nackte Panik aus dem anderen Gesicht. Darius hat längst aufgegeben, sein Streitwagen ist zur Flucht gewendet. Warum diese Überlegenheit Alexanders? Ist es sein taktisches Geschick oder die einschüchternde Energie, die von dem 22-Jährigen ausgeht? Ist Alexander der kommende Mann und Darius bloß einer von vorgestern? Genau an dieser Stelle traf Darius auf Alexander, der Fluss Pilarus bei Issos.
Laut den antiken Quellen und unserer geomorphologischen Rekonstruktion der Landschaft, so wie sie vor 2300 Jahren aussah, ist genau hier die Stelle, an der Alexanders Kavallerie das südliche Flussufer hinunterstürmte, den Fluss überquerte und damit Darius samt seiner Armee völlig überraschte. Im Frühjahr 333 soll sich das Flusswasser hier blutrot gefärbt haben. Tausende von Toten, so berichten die Chronisten. Darius war durchaus nicht weltfremd. Er konnte nur nicht ahnen, dass er es mit einem solchen Gegner zu tun hatte, der mit einer derartigen Energie und Entschlossenheit den Sieg wollte. Alexanders Militärstrategie war sensationell. Sein Wille zum Sieg größer als das seines Kontrahenten. Der Einsatz der Kavallerie bahnbrechend. Im blutigen Gewirr der antiken Feldschlacht, im Kampf Mann gegen Mann, entfaltet sich Alexanders besonderes Talent. Er kämpft gegen einen zahlenmäßig überlegenen Gegner, gegen ein Heer, das als unbesiegbar gilt. Schnelligkeit ist Alexanders Schlüssel zum Erfolg und Psychologie. Wir haben viele Beispiele, in der ein zahlenmäßig unterlegener Gegner, der geschickt taktiert, einen größeren Gegner vernichten kann, zerschlagen kann. Und das hat Alexander eigentlich in all den Schlachten, die uns bekannt sind, immer wieder bewiesen. Denn er wusste, rein zahlenmäßig hat er keine Chance. Er konnte es aber, war damals nicht möglich, sondern man führte durch Beispiel. Ich führe euch, ich Alexander, führe euch gegen den Darius. Ich habe bis jetzt jede Schlacht gewonnen. Männer, folgt mir. Und sie sind ihm gefolgt und sie haben gewonnen. Am 1. Oktober 331 treffen die Armeen in der Ebene von Gaugamela aufeinander. Noch kann Darius hoffen. Im offenen Gelände gewinnen seine 3- bis 4-mal so starken Truppen die Oberhand. Aber inmitten des Tumults spielt Alexander seine Trumpfkarte aus. Seine Tollkühnheit. Alles oder nichts. Im Britischen Museum London befindet sich eine einzigartige Keilschriftsammlung. Berichte aus einer Zeit, deren große Ereignisse längst im Dunkel der Geschichte liegen. Dr. Irving Finkel hat eine 2300 Jahre alte Chronik entziffert. Fundort Babylon. Eine Art zeitgenössischer Kriegsbericht über die Ereignisse von Gaugamela. Diese Tafel ist ein Stück der Chronik, die über die Schlacht berichtet. Sie verrät nicht viel, aber sie beschreibt, dass unter den persischen Truppen, die von Darius, dem König, angeführt wurden, Panik ausbrach. Dann wird noch eine andere Person erwähnt, die der große König genannt wird, und das ist Alexander. Hier heißt es, die Perser seien vernichtend geschlagen worden, und das sei das Ende des Perserreiches gewesen. Das antike Mosaik aus Pompeji wird durch diesen Fund historisch bestätigt. So könnten die letzten Minuten der Schlacht wirklich abgelaufen sein. Ein sich auflösendes persisches Heer, das ein zielstrebiger Alexander kaltblütig vor sich hertreibt. Alexander triumphiert, ein zweites Mal. Und Darius wendet sich zur Flucht, auch er zum zweiten Mal. Die Geschichte wiederholt sich. König Darius lässt seine Soldaten im Stich. Der Kommandeur einer haushoch überlegenen Streitmacht überlässt die Leute, die für ihn kämpfen sollen, einfach ihrem Schicksal. Diese Soldaten werden nie wieder seinem Befehl gehorchen. Der König, der das Schlachtfeld verlässt, verliert damit natürlich auch den Rückhalt seiner Truppen, die sagen, wenn der abhaut, warum sollen wir uns dann für seine Sache schlagen? Was wird ihm bei seiner rasenden Fahrt durch den Kopf gegangen sein? Welche Konsequenzen für die Moral der Truppe? Für das ganze Reich? Für ihn selbst? War sein Überleben nicht politische Pflicht? Er wusste, wenn er fällt, fällt auch Persien. So eng war das Schicksal des Imperiums mit dem des Herrschers verwoben. Darius mag den Verlust der ererbten Macht als unverdiente Schande empfunden haben.
Doch die bittere Wahrheit ist, sein Versagen allein ist schuld an der Katastrophe. Und er ist der entscheidende Faktor des Triumphes, der die Welt verändert. Alexander, der Große. Alexander hat nicht etwa einen Koloss auf tönenden Füßen zum Einsturz gebracht. Das Perserreich war bis zuletzt ein blühendes, funktionierendes Imperium. Das Ende kommt ebenso schnell, wie es erzählt ist. Die siegreichen Truppen Alexanders stoßen jetzt ohne großen Widerstand in das Kernland des Imperiums vor. Durch die sogenannte Persische Pforte, die letzte geografische Hürde auf dem Weg nach Persepolis. Der Felsenriegel des Zagros-Gebirges wäre eine letzte Möglichkeit gewesen, Alexander zu stoppen. Aber Darius ist geflohen und Persepolis wird zur leichten Beute. Die steinerne Bastion, jetzt liegt sie schutzlos da. Wird sich nun alle Aggression der Eroberer in einem apokalyptischen Finale entladen? Die Archäologen haben in der Palastanlage Spuren eines katastrophalen Infernos ausgemacht. Sie sehen hier diese weiße Verfärbung. Sie beweist, dass Persepolis abgebrannt ist. Alle Steine, die in Persepolis verbaut worden sind, eine Art gelblicher Kalkstein. Ein sehr starkes, großes Feuer hat den Kalk gebrannt und diese Steine darum teilweise weiß verfärbt. Durch die Hitze des Feuers. Das flammende Inferno von Persepolis. Eine Wahnsinnstat oder kühl kalkulierter Vorsatz? Der Ausgrabungsbefund in Persepolis zeigt deutlich, dass die Brandstiftung geplant war und dass man die Paläste vorher systematisch geplündert hatte. Alexander, der Brandstifter. Wird jetzt wieder die andere, die dunkle Seite des siegreichen Feldherrn sichtbar? Zügellosigkeit, Rachsucht, Größenwahn? Oder ist alles nur politisches Kalkül? Alexander